Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute ist der 6.1. und es startet für mich heute ein Lehrgang, und zwar ein Tischtennislehrgang in Grenzau. Und ich freue mich total, dass ich euch da mitnehmen darf. Ich habe praktisch eine Filmerlaubnis bekommen, sodass ich euch da das ganze Wochenende mitnehmen darf. Das ist zum einen super besonders, weil es einfach total schön ist, das Hotel. Es gibt 4 Trainingseinheiten und ja, das ist so eine Mischung aus Entspannung und Tischtennis und allem Coolen für mich, was es halt so einfach auch gibt. Und super leckeres Essen, und ja, vor allem habe ich aber auch morgen Geburtstag, und deswegen ist es natürlich nochmal umso mehr cool. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Morgen. Ja, es ist heute der 7.1. und ich bin gerade aufgewacht und habe erstmal einen Blutzucker von 47 gehabt, also nicht so wirklich viel, und bin jetzt gerade so quasi auf dem Weg der Besserung. Ich habe mich jetzt auch direkt aufgemacht zum Frühstück und zum Frühstücksbuffet, das werdet ihr dann gleich auch sehen. Wir haben jetzt circa so 7:45 und die erste Trainingseinheit geht um 10 Uhr los. Und ja, da habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit und kann in Ruhe frühstücken. Und dann lasse ich es mir jetzt erstmal schmecken, mein quasi Geburtstagsfrühstück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Essen war wirklich super lecker. Ich habe sogar extra glutenfreie Brötchen bekommen. Total cool, das ist ja auch einfach gar nicht selbstverständlich. Und hatte sogar zum Geburtstag so eine kleine Karte auf dem Tisch hier vom Hotel. Total süß. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es schneit hier gerade ein bisschen, so ganz leicht. Total schön einfach nur so in dieser Atmosphäre hier mit dem Wald und allem. Hier hinter mir seht ihr den Fitnessbereich, also hier gibt es auch so einen ganz coolen Fitnessbereich. Ja, und im Endeffekt gibt es hier wirklich so fast alles, was das Herz begehrt. Vor allem natürlich, was das Tischchen das Herz begehrt. Befinde ich mich jetzt gerade wieder auf meinem Zimmer. Das passiert ehrlich gesagt gar nicht so oft, wenn man hier ist, was ja aber auch ganz gut ist. Man ist ja hier zum Tischtennis spielen und um eventuell ein bisschen Wellness zu machen. Und ja, deswegen ist das überhaupt gar kein Thema. Und ja, zurzeit befinde ich mich eben auf dem Zimmer. Wir haben eine kleine Pause und die erste Trainingseinheit war vorhin. Die habt ihr ja gesehen. Dann war ich jetzt gerade Mittagessen. Und gleich kommt die zweite Trainingseinheit. Ich bin jetzt schon wieder quasi in meinem nächsten
Trainingsoutfit. Man muss ja doch immer einige Trikots dabei haben, weil das eben ja 3 Tage sind mit 4 Einheiten insgesamt. Das heißt, man braucht auch 4 Trikots und so weiter und so fort. Also ist das schon einiges, was man mitnehmen muss. Das ist übrigens das Geburtstagsgeschenk für mich von meinen Eltern. Und ja, Grenzau liegt in Rheinland-Pfalz. Das ist in der Nähe von Montabaur. Das kennt man eventuell, wenn man so an der A3 vorbeifährt, sieht man diesen ICE-Bahnhof und das Schloss Montabaur. Und von da ist es gar nicht mehr weit, so circa 10 Minuten ungefähr. Ich wollte euch jetzt auch noch mal ganz kurz das Zimmer hier zeigen. Und ich fange mal im Bad an. Also das ist wirklich recht groß, finde ich. Die Toilette, Waschbecken, da bin ich wieder. Ja, und hier ist praktisch alles da, was man braucht. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das ist riesengroß, schöner Spiegel. Da ist sogar auch ein Kosmetikspiegel drin. Und dann geht es jetzt hier weiter. Hier ist das Bett. Ist jetzt nicht mega groß, aber reicht auf jeden Fall für eine Person. Ja, hier stehen natürlich meine Sachen rum. Wie sollte es auch anders sein? Und da steht die Softbox. ja, hier ist der Fernseher. Eigentlich echt Er schön ist gemacht. komplett fertig fürs Training. Es kann also gleich losgehen. Was ich euch aber nochmal erzählen wollte, ist Folgendes. Und zwar, das hat mal wieder was mit Diabetes zu tun. Wer hätte es gedacht? Ist mein Freestyle Libre, den ich vorher dran gemacht hatte, leider abhanden gekommen. Also der ist leider abgefallen. Also manchmal ist es so, wenn man halt zu eine dolle Belastung macht und zu viel schwitzt und so, geht der ab. Ich muss aber auch gestehen, dass ich den nicht genug befestigt habe. Also ich hätte den wirklich nochmal ein bisschen mehr fixieren müssen und sollen und dann hätte er vielleicht auch gehalten, keine Ahnung. In der ersten Einheit gestern ging es einigermaßen. Ich glaube, da musste ich währenddessen nur so 2 bis 3 Traubenzucker zu mir nehmen. Und heute Morgen war schon heftig. Da hatte ich dann zwischendurch einen Blutzucker von 69, als ich gemessen habe. Da habe ich dann eine kleine Flasche Apfelsaft getrunken und noch 5 Traubenzucker. Ich weiß auch nicht, ich glaube, bei mir ist zurzeit irgendwie hormonell ein bisschen die Krise. Aber das macht ja nichts, da habe ich ja auch einigermaßen genug Erfahrungen mit, dass ich da dann einfach schnell reagieren kann. Oder zur Not macht man halt mal ein paar Minuten Pause. Aber das ging dann eigentlich. Also das habe ich zum Glück vorhin ganz gut in den Griff bekommen. Ich hoffe mal, jetzt läuft es ein bisschen besser. Jetzt habe ich einen Startwert von 190. Ich bin jetzt extra mal ein bisschen höher gegangen, damit ich eben gleich nicht wieder direkt abkacke. Ich bin wieder auf dem Weg zum Training. Guckt mal, wie schön es schneit. Könnt ihr das sehen? Also es war jetzt nicht so mega viel, aber ist schon cool. Und hier steht jetzt irgendwie so ein lustiges Feuerwehrfahrzeug. Voll nice. Fertig mit der zweiten Einheit. Es ist arschkalt und es liegt immer noch irgendwie so ein bisschen Schnee. Und ich werde jetzt erstmal ganz schnell duschen gehen. Ja, und dann geht's weiter. Ich bin jetzt wieder zurück auf dem Zimmer und habe gerade zu Abend gegessen. Und bei mir ist es nur leider so, wenn ich Tischtennis spiele, beziehungsweise wenn ich halt viel Sport an einem Tag mache. Also sprich Turnier oder auch hier natürlich auf dem Lehrgang. Ich kann wirklich nicht viel essen und mir geht es auch irgendwie einfach nicht so gut. Also bauchmäßig geht es mir da nicht so gut. Und keine Ahnung, also ich kann es einfach nicht. Und da ist halt immer dieses Riesenbuffet und es ist so lecker und so viel, keine Ahnung. Und ich kann halt irgendwie immer nie so wirklich viel essen. ja, aber ist nun mal so. Wir müssen mal schauen, was wir heute noch hier so machen. Ich denke einfach den Abend irgendwie ausklingen lassen und bestimmt beim Spiel zu gucken. Das ist ein zweites Bundesligaspiel, ist bestimmt auch mega spannend. Aber morgen früh ist noch eine Einheit, ich glaube von 10 bis 11:30, wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss vorher schauen, dass ich das Zimmer frei mache, also alles eben rausräume. Dann muss ich natürlich noch schauen, dass ich vorher eine Kleinigkeit esse, auch wenn das eben zurzeit ein bisschen problematisch ist mit dem Essen.
Und ja, dann geht's auch schon wieder nach Hause. Also irgendwie so 3 Tage gehen wirklich schnell rum. Guten Morgen. Heute ist der letzte Tag hier in Grenzau und ja, es ist wieder wunderschönes Wetter. Ich zeige euch das mal kurz. Hier schneit wieder total süß. Und ja, was aber nicht so schön ist, dass es mir halt nicht ganz so gut geht. Also, keine Ahnung, einfach körperlich. Mein Körper versagt gerade so ziemlich. Ich habe irgendwie gefühlt überall Schmerzen. Meine Muskeln sind alle irgendwie steinhart und tun einfach nur weh, obwohl ich mich echt mit Magnesium vollgepumpt habe. Also daran kann es nicht unbedingt liegen. Und ja, ist aber nicht das Einzige. Irgendwie ist alles durcheinander im Körper und so, dass hier meine heutige Trainingseinheit leider ausfallen muss oder musste. Ich habe jetzt alles zusammengepackt und werde schon mal alles ins Auto bringen, dann in die Halle und dann auch nach Hause fahren. Ja, war aber auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit hier und ist dann einfach doof, wenn es einem eben mal nicht so gut geht. Aber da kann ja auch keiner was dafür, dann ist es halt so. Und ja, so war das dann also hier. Wieder im Auto und mache mich auf den Weg zurück nach Hause. Ich habe noch mein T-Shirt abgeholt und habe mich noch mal verabschiedet, so halbwegs zumindest, also bei den Leuten, denen ich jetzt noch begegnet bin. Und ja, habe jetzt auch das Mittagessen nicht mehr wahrgenommen. Mache mich jetzt einfach nach Hause und leg mich noch mal irgendwie ein bisschen hin. Ich wollte mich natürlich jetzt auch von euch verabschieden und euch noch einen schönen Tag oder Abend wünschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war ja so ein kleiner Geburtstagsvlog oder keine Ahnung, wie man es nennen kann. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Tschüss.